Es geht heute um die Phase, nachdem ihr euch etwas vorgenommen habt. Ja? Also Ziele setzen, darüber wird ja ganz viel geschrieben und gesagt, also wie man richtige Ziele setzt und damit man sie erreichen kann. Und ich sage mal, es ist natürlich wichtig, dass ihr die richtigen Ziele für euch setzt. Also da brauchen wir gar nicht diskutieren drüber. Aber die Phase danach oder die Phasen danach, die sind ja gefährlich unter Anführungszeichen. Ja? Also da hapert es dann meistens dran. Es ist zwar das Ziel, das richtige Ziel für euch natürlich wichtig, damit es überhaupt eine Chance hat, ja. Aber die Phase danach, das Dranbleiben, das regelmäßig sich um dieses Ziel, dieses Projekt, was auch immer zu kümmern, das ist halt das, was oft hintüberfällt, ja. Und darum geht es eben heute um drei Fehler, nachdem ihr euch ein Ziel gesetzt habt. Was ihr da tun könnt, um diese Fehler zu vermeiden, ist, glaube ich, ganz klar, kommt auch. Und das Ganze heute ist ein Ausschnitt aus meinem nächsten Webinar, wo es um leichter dranbleiben geht. Findet am 17. Juni um 11 Uhr statt. Und wenn ihr dabei sein wollt, dann geht bitte auf abenteuerhomeoffice.at/webinare. Da werdet ihr weitergeleitet zu dem aktuellen Webinar immer. Also wenn ihr das etwas später in der Aufzeichnung seht, einfach mal schauen, was als nächstes dran ist. Okidoki, Ziele setzen ist leicht, sage ich jetzt mal. Ich habe nicht geschrieben, richtige Ziele setzen. Ich könnte einfach jetzt sagen, ich will in den nächsten 3 Monaten 20 Kilo abnehmen. Ja? Oder ich will im Jahr 2021 10 Millionen Umsatz machen. Ja, das wäre ein Ziel, das man sich setzen kann. Ja, aber das Dranbleiben, das ist das, was halt nicht so einfach ist. Ja. Und deswegen schauen wir uns jetzt mal an die drei Fehler. Aber wir gehen davon aus, dass ihr schon mal ein Ziel gesetzt habt im ersten Schritt. Ihr habt geschaut, dass das eurem Typ entspricht. Wenn ihr jetzt sagt, okay, Typ, Ziele, Typ, was ist das? Das beleuchten wir eben auch im Webinar etwas genauer am 17. Juni. Dann habt ihr euer Warum. Warum habt ihr euch überhaupt dieses Ziel gesetzt? Das ist ganz, ganz essentiell, könnte ich jetzt mal sagen, auch fürs nachher dranbleiben. Auch darauf gehen wir im Webinar ein und auf das Tal der Tränen. Das gehört da so ein bisschen dazu. Und ihr habt das Ergebnis vor dem inneren Auge, ja. Also ihr wisst ganz genau, wie ihr euch dann fühlen werdet, was passieren wird, wenn das Ziel erreicht ist, was das für positive Auswirkungen hat und so weiter. Also davon gehe ich jetzt einmal aus. Ihr habt euch ein für euch gutes Ziel gesetzt, ja. Und dann geht es weiter. Jetzt geht es um die Umsetzung von diesem Ziel, ja, also auch um die Planung in gewisser Weise, ja, wann mache ich was oder in welchem Zeitabschnitt muss was fertig sein, damit ich überhaupt zu diesem Ziel kommen kann. Und der erste Fehler ist, dass ja, vielleicht schon während des Zielsetzens, aber nachher so dieser Realitätscheck, ja. Und dieser Realitätscheck, der sollte auch laufend gemacht werden. Das heißt also nicht einmal, nur einmal, während man sich das Ziel setzt. Genauso wie mit dem Warum, ja, sich das klar machen, was bedeutet es eigentlich, wenn ich dieses Ziel anstrebe, für mein gesamtes Leben? Was werde ich verlieren oder was werde ich nicht machen? Zu welchen Dingen muss ich Nein sagen? Ja, das ist etwas, was man sich laufend immer wieder klar machen sollte, wenn man ein Ziel anstrebt, egal wie groß oder wie klein es ist. Also ich sehe das jetzt auch im Content-Planungsclub zum Beispiel, dass sich das klar zu machen, okay, wenn ich jetzt regelmäßig Blogartikel, Podcast und so weiter produzieren möchte, dann bedeutet das ja, dass ich etwas anderes unter Umständen nicht machen kann. Ja? Oder dass ich auf einmal planen muss, wo ich also bisher ungeplant rein nach Intuition gearbeitet habe. Ja, es kann auch funktionieren, aber bei sehr vielen eben nicht. Also fragt sich immer wieder, was werde ich verlieren, wenn ich dieses Ziel anstrebe? Und
Das klingt jetzt vielleicht so nach Selbstgeißelung, ist es aber nicht, weil es dadurch eine bewusste Entscheidung wird. Ja, ich weiß, durch dieses Dranbleiben an diesem Ziel werde ich eins, zwei, drei verlieren, aber dafür ja eben etwas anderes gewinnen. Das ist dann dieses Warum, das genauso regelmäßig überprüft bzw. ins Bewusstsein geholt werden sollte. Das ist also der erste Fehler, dass sich diese Frage nicht stellt bei euch. Ja? Der zweite Fehler ist Ziel setzen und das war's dann. Ja? Also aus den Augen, aus dem Sinn. Und auch das sehe ich im Powerquartal immer wieder. Also das ist so ein Drei-Monats-Programm, das ich dann auch im Webinar vorstellen werde, wie das abläuft und wie das genau funktioniert. Dass nur wenn ihr euch dieses eine Ziel, auf dem ja der Fokus liegt, ja, immer wieder vor Augen führt, alles andere funktionieren kann. Klassiker ist Jahresplanung, Jahresziele setzen und nie wieder hinschauen. Ja, und am Ende des Jahres oder so, Frühherbst ist das meistens, dass man sich überlegt, was wollte ich eigentlich erreichen in diesem Jahr? Und dann in die Jahresplanung hineinschaut oder ins Jahresmotto, wie ich gerne arbeite damit, und merkt, upsie, da bin ich aber ein paar Mal ziemlich aus dem Tritt gekommen, beziehungsweise habe das Ziel aus den Augen verloren. Ja? Es ist überhaupt kein Problem, wenn man im Laufe der Arbeit draufkommt, dass das Ziel nicht das Richtige ist, dass sich ein anderes besser anspürt, aber es muss eine bewusste Entscheidung sein, dass man sagt, ich gebe das eine auf und konzentriere mich dafür auf das andere. Nur diese bewusste Entscheidung, die passiert halt ganz oft nicht, sondern es passiert, dass ihr ein Ziel aus den Augen verliert, da nicht dran bleibt, keine Regelmäßigkeit drinnen habt. Das ist also der zweite Fehler. Und mit diesem aus dem Augen, aus dem Sinn, der hängt auch wieder ganz eng zusammen mit dem dritten Fehler. Und zwar Zeit und Priorität. Dass ihr Zeit braucht, um etwas umzusetzen, das ist zwar auf der einen Seite ganz logisch, aber wieder in der Umsetzung nicht so logisch. Ja, das bedeutet, ich habe jetzt zum Beispiel gerade vor, mir ein neues Freebie zu entwickeln, wo es um meine besten Checklisten geht. Das ist ein Ziel, ja, das ist ein Projekt. Wenn ich allerdings jetzt nicht dafür sorge, dass dieses Projekt für mich auch wichtig ist, ja, das heißt Priorität hat, wenn ich mir dafür nicht Zeit einräume, das heißt in meiner Wochenplanung zum Beispiel immer so 2, 3 Stunden Blöcke pro Woche mir reserviere, da also quasi den Termin Freebie, Checklisten einzutragen, dann werde ich es nicht machen. Ja, weil natürlich 100.000 andere interessante Sachen daherkommen oder auch vermeintlich wichtige Dinge daherkommen. Und auch das sind wieder bewusste Entscheidungen, dass ich sage, okay, ich muss da jetzt diese Woche 3 Stunden an dem Freebie, an dem Projekt, an was auch immer, an der Zielerreichung arbeiten. Das hat für mich eine ganz, ganz hohe Priorität und deswegen werden andere Dinge nicht gemacht, aber das ist auf jeden Fall dran. Ja? Und diese Zeit einräumen, einplanen auch. Ja? Sehr viele sagen, oh, Zeit einplanen, also überhaupt so Wochenplanung oder sowas, funktioniert für mich nicht. Habe ich ganz selten erlebt, dass wenn wenigstens ein Ding geplant ist. Ihr macht ja auch Kundentermine. Ja, sagt ja auch nicht, mag ich eigentlich keinen Termin einplanen, wir treffen uns irgendwann. Man macht sich ja auch einen Termin aus, weil Kunden Priorität haben. Ja, und genauso ist es aber auch mit Projekten, mit Zielen, die ihr erreichen wollt, regelmäßig Zeit dafür einräumen und dabei immer im Vorderkopf, nicht im Hinterkopf haben, dass das jetzt Priorität hat, eine Zeit lang. Hat ja nicht ein Jahr lang Priorität. Also ich werde jetzt nicht ein Jahr lang an meinem Freebie arbeiten. Ja? An anderen Projekten wird man vielleicht so lange arbeiten. Aber auch da geht es darum, diesem Projekt neben dem Alltagsgeschäft Zeit und Priorität einzuräumen. Sonst funktioniert es nicht aus meiner persönlichen Erfahrung und natürlich auch aus der Erfahrung, die ich mit meinen Kunden habe. Ja? Also das sind die 3 Fehler gewesen und was ihr eben dagegen tun könnt.
Nochmal zusammenfassend, versucht in regelmäßig, ja, und wenn es ein langes Projekt ist, vielleicht einmal pro Woche, wenn es ein kürzeres Projekt ist, täglich, euch klarzumachen, was verliere ich dadurch, dass ich mich darauf konzentriere, auf dieses eine Ziel. Bitte macht euch irgendwie jeden Tag wieder klar, wo die Prioritäten sind. Das heißt, schaut, dass das nicht irgendwo aus den Augen, aus dem Sinn verschwindet. Und das Dritte ist, räumt dem Ziel bzw. den Schritten, die euch dorthin führen, bitte Priorität ein. Ganz, ganz wichtig.